Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Gleich vorweg, damit niemand an meiner Geistesfähigkeit zweifelt, das ist nicht meine Idee gewesen, das Thema, sondern das ist mehr oder weniger außerhalb meiner Einflusssphäre entstanden. Es hat nur der Andreas Raufheiß gesagt, na, wann jemand über das Thema reden kann, dann ist es der Herbert. Und damit habe ich es geerbt. Der kann es vielleicht später noch einmal erzählen, wie die Entscheidungsfindung oder überhaupt die Findung zustande gekommen ist. Mit ein Grund, warum er der Meinung war, ich kann was damit anfangen und ich kann was dazu erzählen, ist vermutlich die Kenntnis darüber, dass ich seit vielen Jahren die Fleischerinnung betreue, also die handwerklich gewerblichen Fleischer, das sind die ganz kleinen Betriebe, die auch erst seit relativ kurzer Zeit zusammengekommen sind als Fleischer. Vorher waren es Fleischhauer und Fleischsächer. Gute alte Gewerbeordnung, also der Fleischhauer durfte die Knochen zerteilen, der Fleischsächer durfte auch die entsprechenden Dinge zubereiten. Ich habe viele interessante Dinge dabei gelernt, zum Beispiel, was ein Gschnatter mit Ludl ist, ja, das, im österreichischen Wortschunken, also das für Gulasch. Ich weiß mittlerweile alles über weiße Scherzel, schwarze Scherzel, Kavalierspitz und so weiter und so weiter. Alles übrigens aus der Schulter. Und ja, vielleicht war das mit ein Grund, warum der Andreas der Meinung war, ich kann was zu Wurstsemmeln sagen, weil ja auch meistens die Wurstsemmel eine extra Wurstsemmel ist. Und extra Wurst ist wiederum eine Erfindung, die es nur in Österreich gibt. Die anderen Länder kennen keine extra Würste. Sie kennen es zwar als Sprichwort, aber sie kennen es nicht als Produkt sozusagen, das man kaufen kann. Ja, die Frage war, können Wurstsemmeln fliegen? Und ich kann sie gleich beantworten. Natürlich können sie das. Ich habe mich damit auch wissenschaftlich auseinandergesetzt. Ich habe dazu einige Masterarbeiten gefunden. Zum Beispiel hier die Verpflegungssituation von Bauarbeitern auf Baustellen. Eine entsprechende Masterarbeit aus dem Bereich TU Graz. Ich habe eine Masterarbeit gefunden über die Bedarfsanalyse hinsichtlich Ernährungserziehung im Kindergarten. Ich habe gefunden, auch von der Universität Wien, die Ernährung bei der Lehrlingsausbildung und eine Diplomarbeit aus dem Jahre 2020, Vorstellungen zum Thema Ernährung von Schülerinnen im Alter von 13 bis 15 Jahren. All diese wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigen sich mit der Wurstsemmel. Keine davon beschäftigt sich natürlich mit der Frage, ob es fliegen kann, ob die Wurstsemmel fliegen kann. Dazu habe ich andere Quellen dann angezapft und habe herausgefunden, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, warum eine Wurstsemmel auch fliegen kann. Der wichtigste Grund vielleicht ist beruflich. Die Austrian Airlines hat eine Zeit lang die Wurstsemmel als Bordverpflegung angeboten. Das ist dann immer ein kleineres Brötchen geworden, weil es ist ja dann auch die Austrian Airlines an die Lufthansa verkauft worden. Und viele haben gesagt, nachdem sie die Bordverpflegung einmal kennengelernt haben, sie wissen jetzt, warum die Lufthansa einen mageren Kranich als Logo hat. Wurst, auf jeden Fall ist das im wahrsten Sinne des Wortes ein beruflicher Grund, warum eine Wurstsemmel fliegen kann. Es kann Ungeschicklichkeit sein, jederzeit kann im Supermarkt oder beim Fleischer oder wo immer die Wurstsemmel auf dem Boden fliegen, dann ist sie sozusagen aus Ungeschicklichkeit zusammengekommen. Aus dem Diplomarbeit Verpflegung am Bau habe ich wahrgenommen, dass Wurstsemmeln fliegen, weil sie vom Kollegen vom ersten in den zweiten Stock geworfen werden, damit der Kollege weiter oben auch was zum Essen hat. Es gibt in der Diplomarbeit auch im Kindergarten verbrieft, dass Wurstsemmeln fliegen, aus Streit, weil Kinder eben, wenn keine Argumente mehr vorhanden sind, dann oft den Wurstsemmelflug auch als Fortsetzung, wenn man so will, der Auseinandersetzung sehen. Und wir haben ein bisschen abgewandelt die Situation auch der sportlichen Natur. Es gibt in Bayern einen sogenannten Brezenweitwurf. Da ist keine Wurst dabei, da ist quasi nur das Gebäck. Aber es ist zumindest einmal ein bisschen ähnlich gehalten. Die Frage, was hat das jetzt mit uns zu tun und wozu muss man sich überhaupt damit beschäftigen, inwieweit eine Wurstsemmel fliegen kann und wie hoch, bringt uns natürlich zur Frage, warum sollte sie fliegen? Und da sind wir dann mittendrin schon in unserer Branche, in der Kreativbranche, in der Kommunikationsbranche, weil da reden wir über Motive. Sie kann fliegen, wie wir gehört haben, Kindergarten und so weiter aus Zorn oder aus Ärger.
Sie kann fliegen auch aus Imponiergehabe. Ich kann die Wurstsemmel besonders hochwerfen. Oder sie kann natürlich auch fliegen im Sinne, dass wir Aufmerksamkeit damit generieren wollen. Weil gerade im Bereich der Kommunikation haben wir zunehmend das Problem der Aufmerksamkeit. Wenn jemand keine Aufmerksamkeit hat, kann ich auch keine Botschaft vermitteln. Und wir wissen mittlerweile, dass die Wahrnehmung von Werbemitteln teilweise weit unter einer Sekunde liegt. Im Plakat liegt sie noch bei 1,2 Sekunden, aber bei Bannerwerbung weit unter einer Sekunde. Also kann mit ein Grund eines Weitwurfes sozusagen oder überhaupt eines Wurfes auch die Notwendigkeit sein, überhaupt einmal Aufmerksamkeit zu generieren. In der Regel ist in unserer Branche aber die Wurstsemmelproduktion und der Wurf eine Dienstleistung. Das heißt, wir werden von Kunden beauftragt, entsprechende Dinge zu tun. Und dann stellt sich natürlich gleich die Frage, was kann man dafür verlangen? Ja, wenn der Kunde sagt, werfen Sie für mich die Wurstsemmel, ist die Frage, was ist das wert? Was kann ich damit sozusagen generieren? Da gibt es auch eine schöne Geschichte von einem Mechaniker, der quasi von einem Kunden gebeten wurde, Auto springt nicht an. Was man tun kann, der Mechaniker macht die Motorhaube auf, schaut in den Motorraum hinein, nimmt einen kleinen Hammer, klopft an eine Stelle, macht die Motorhaube wieder zu, Motor startet, alles funktioniert. Und er stellt dann die Rechnung aus über 100 Euro. Und der Kunde ist sehr empört und sagt, Herr, Sie haben ja nichts dafür gemacht, Sie haben ja bloß einmal mit dem Hammer da irgendwo hingehaut, wieso kostet es 100 Euro? Und der Mechaniker hat gesagt, ich schreibe Ihnen eine genaue Rechnung. Und dann hat er geschrieben, ein Hammerschlag, 1 Euro. Gewusst wo, 99 Euro. Macht zusammen 100 Euro. Also wir lernen daraus, dass es besonders in unserem Bereich natürlich die Notwendigkeit gibt, dass wir für unsere Leistungen auch was verlangen und dass wir für, wie man so schön sagt, Nutzungsrechte oder Know-how durchaus auch Geld verlangen darf und dass nicht das selbstverständlich natürlich vorausgesetzt werden kann. Und wie bei allen anderen Dienstleistungen stellt sich natürlich auch bei der Analogie der Wurstsemmel die Frage, wie schaut die jetzt konkret aus? Ist jetzt die Dienstleistung inklusive Produktion? Reden wir überhaupt über Extrawurst oder ist das eine Krakauer oder eine Braunschweiger oder was immer? Kleiner Nebenaspekt, Braunschweiger ist patentrechtlich nicht gesichert. Kann man machen, was man will. Bei uns heißt sie übrigens auch Dürre. Ja, was ist noch damit verbunden? Möglicherweise eine Haftungsfrage, möglicherweise eine Gewährleistungsfrage. Wie lange muss die frisch bleiben? Wie lange müssen wir garantieren, dass sie in Ordnung ist? Und so weiter und so weiter. Und das zusammen ergibt uns dann, kommen wir dann eher zur nächsten Frage, nämlich welche Zielgruppe sprechen wir damit überhaupt an? Ist das eine eher ältere Zielgruppe in historischer Betrachtung, ja, Wurstsemmel war immer so schön, mit einem Fächergurkel, hervorragend. Oder ist das eher ein Schwerpunkt für Vegetarier und Veganer, weil die tun sich vermutlich leichter, eine Wurstsemmel wegzuwerfen, weil sie ja quasi tierischen Ursprungs ist. In Wirklichkeit ist aber unser derzeitiges Problem, und damit kommen wir eigentlich in die Jetzt-Situation oder in die Situation, die wir schon seit einem Jahr haben, die Problematik, dass zu wenig Wurstsemmeln von den Kunden gefragt werden, schon gar nicht, dass sie von uns geworfen werden. Ich kann das aus unserer Agentur sagen, alle Messe- und Eventbereiche sind schlagartig weggefallen, haben sich bis jetzt nicht erholt. Wir planen zwar jetzt zum ersten Mal wieder ein Event am 16. Juni, aber ich habe so meine Zweifel, ob das auch realisiert werden kann. Und da nutzt es natürlich auch nichts, wenn man sagt, okay, Wurstsemmeln sind derzeit nicht gefragt. Was könnte man noch machen? Wir könnten zum Beispiel Torten werfen. Dummerweise ist auch der Tortenwurf derzeit nicht wirklich gefragt. Und daher ist wie für uns genauso wie für viele andere das Problem eingetreten. Wir haben eine bestimmte Dienstleistung. Wir haben das Know-how entwickelt, um bestmöglich Wurstsemmeln zu produzieren, in jede Richtung zu werfen, in jede Höhe. Dummerweise gibt es derzeit keinen Markt dafür. Und da sind wir in einer ähnlichen Situation wie viele andere, dass wir natürlich uns die Frage stellen müssen, was können wir tun? Wir haben da uns erinnert, dass wir in der Vergangenheit mit vielen tollen Persönlichkeiten schon zusammengearbeitet haben. Ich erinnere mich an den Stefan Glowatz, ein extremen Bergsteiger, ein Wahnsinniger, wenn Sie mich fragen, der hat keinen Knochen im Leib, der nicht zumindest einmal gebrochen ist.
und ist nach einem schweren Absturz, hat er lange gebraucht, um wieder gehen lernen zu können. Aber das Erste, was er gemacht hat, ist, er ist wieder auf den Berg marschiert. Trotzdem eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit, vor allem der Optimismus, den er in jeder Situation immer ausstrahlt und die Energie, die er aufwendet, um immer wieder nach vorne zu marschieren, war schon sehr beeindruckend. Auch mein Zusammenkommen mit dem Thomas Müller, ein Kriminalpsychologe, modern würde man sagen Profiler, war unheimlich spannend, weil der quasi von der psychologischen Seite nicht nur ja andere analysiert, sondern auch viel geholfen hat, sich selbst ein bisschen besser zu erkennen. Auch viele Projekte mit der Barbara Stöckl und mit der Vera Birkenbiel sind da eigentlich eine Hilfe gewesen, zu überlegen, was können wir tun? Wie gehen wir mit der Situation um? Weil, wie gesagt, Hoffen auf Wunder bringt nichts. Also wir haben eine Zeit lang überlegt, was können wir sonst noch werfen, wenn wir keine Wurstsemmeln werfen dürfen. Wir haben überlegt, ob wir irgendwas vergraben können, was den Kunden vielleicht interessiert. Aber im Endeffekt war einfach der Markt für diese Art von Dienstleistung weg. Und wir haben dann uns quasi in bestimmte Bereiche, würde nicht sagen zurückgezogen, aber fokussiert, die auch unterstützt wurden, und das wäre auch meine erste Empfehlung, durch die Aussagen und die entsprechenden Bücher von Guy Kawasaki, der zum Beispiel das Buch geschrieben hat, wie man seine Konkurrenz zum Wahnsinn treibt. Von ihm stammt auch das Buch The Art of the Start für die Gründung eines neuen Unternehmens. Sehr hilfreich war natürlich auch Daniel Kahnemann, Langsames Denken, Schnelles Denken. Und eine besondere Hilfe, auch weil ich nicht nur die Bücher von ihm kenne, sondern ihn auch persönlich kenne, war der deutsche Mentalist Thorsten Havener, der auf dem Standpunkt steht, wenn du Veränderungen erfahren möchtest, dann musst du dich selbst verändern. Und natürlich war uns klar, wie vielen anderen, wir müssen was verändern. Die Frage ist nur, was? Und da, jetzt wieder zurückgehend auf den Kahnemann, war die erste Erkenntnis, dass Verluste von uns doppelt so intensiv eingestuft werden wie Gewinne. Also wir empfinden Verluste wesentlich intensiver. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir uns so schwer von Dingen trennen können. Wir haben in unserem Agenturalltag, in unserem Angebotspalette und so weiter eine Vielzahl an diversen Leistungen mittransportiert. Wir haben gesagt, das muss auf die Homepage, weil vielleicht hat ja ein Kunde daran Interesse. Aber in Wirklichkeit haben wir relativ viel Ballast auch damit angehäuft. Und ich habe zum Beispiel mit dem Angebotsschwerpunkt Mystery Shopping das letzte Mal vor 3 oder 4 Jahren einen Kunden gehabt. Und ich wüsste auch nicht, wer mich jetzt anrufen sollte, um Mystery Shopping zu betreiben. Also diese Problematik, dass wir Verluste doppelt so intensiv empfinden wie einen Gewinn, hat damit zu tun, dass wir alle ein bisschen wie Messis werden und nur bedingt loslassen können. Und das war mir die erste Erkenntnis, dass wir gesagt haben, lass uns einmal durchforsten, was ist relevant, was kann für unsere Kunden interessant sein, was ist seit langer Zeit für unsere Kunden nicht interessant. Und gefolgt dann in weiterer Folge von den Überlegungen von Kawasaki, der sehr stark in seinen Ausführungen auf die Positionierung eingeht. Und das ist ja auch etwas, was ich seit vielen Jahren predige. Positionierung ist eines der wichtigsten Elemente, die man als Unternehmer braucht, als Agentur braucht, als Dienstleister braucht. Wenn ich nicht weiß, warum ich meine Kunden beauftragen, woher soll es dann der Kunde wissen? Und wir haben uns daran erinnert, dass unsere Dienstleistung oder unser Credo sozusagen als Agentur immer die Problemlösung war. Wir haben immer gesagt, egal was Sie für Probleme, Marketing und Vertrieb haben, das natürlich eingeschränkt, wir sind nicht für alle Dinge dieser Welt zuständig, aber wenn es in diesem Bereich Probleme gibt, wir stehen bereit für Problemlösung. Und diese Positionierung haben wir uns wieder in Erinnerung gerufen und dazu letztlich auch in einem langen Gespräch mit dem Thorsten Habener, der als Künstler natürlich genau das gleiche Problem hat wie viele andere Künstler. Er hat keine Auftritte, seine Tourneen sind abgesagt. Normalerweise steht er jeden Abend vor 500 bis 900 Zuschauern auf der Bühne.
Das war wie abgerissen und auch er musste überlegen, wie tut er weiter, was macht er? Er hat sich in dem Bereich Buch vorangetrieben, also er hat das neue Buch schneller auf den Markt gebracht, als er ursprünglich geplant hat. Aber er hat vor allem Online-Seminare entwickelt, da durfte ich ihm ein bisschen unterstützen, nämlich einen Schwerpunkt, den er auch als Webinar und auch für Führungskräfte und so weiter machen kann, mangels der Möglichkeit, dass momentan Zuschauer in diverse Veranstaltungsorte gehen und seiner Bühnenshow folgen. Und von ihm kommt sozusagen die Aussage, die Welt ist das, wofür wir sie halten. Also sprich, unsere innere Einstellung prägt die äußere Haltung, wie er sagt. Und tatsächlich haben wir natürlich festgestellt, dass wir erbost darüber waren, wie das Schicksal mit uns umgeht und dass auf einmal niemand mehr für Messen und Events oder für Outdoor-Aktivitäten, alles was out of home war, ist natürlich auch zusammengebrochen. Wenn weniger Menschen unterwegs sind, dann braucht man nicht unbedingt Werbung im öffentlichen Raum. Also wir haben mit vielen Bereichen zu kämpfen gehabt, aber im Gespräch mit dem Thorsten Habener haben wir als Agentur mehr oder weniger dazugelernt, zu sagen, wir müssen einmal überlegen, was wir als Agentur können und inwieweit wir mit dieser Situation umgehen können. Das hat auch schon der Niki Lauda vor langer Zeit gesagt. Von ihm stammt das Zitat, Zwerge müssen das tun, was Riesen nicht können. Und wir sind mehrheitlich Zwerge, jetzt nicht falsch zu verstehen, sondern wir sind als EPU natürlich nicht in einer Situation, dass wir mit entsprechenden Kapazitäten und so weiter arbeiten können. Aber wir können Dinge, die eben Riesen nicht können. Und darauf zu fokussieren, war eine wichtige Überlegung. Und wir haben uns auch gesagt, okay, wir haben eine Zeit lang versucht, das Rad zurückzudrehen und statt Wurstsemmeln Torten zu werfen oder andere Dinge zu tun. Aber letztendlich, bevor man einen großen Sprung macht, geht man ja auch einen Schritt zurück. Also war das durchaus legitim. Jetzt war es aber an der Zeit, einen entsprechenden Schritt zu machen. Die Hamburger sagen, in dieser Situation hätten wir Enten im Keller gehabt, wären die Hühner nicht ersoffen. Ja, aber im Nachhinein ist jeder gescheiter und wir haben nun mal die Situation, wie viele andere, dass wir überrascht wurden. Es gibt heute keine Pferdekutschen mehr, es gibt keine Eishersteller mehr. Früher gab es große Industriebetriebe, die quasi Eis geschnitten haben und nach Hause transportiert haben, dass die Leute dann einen Eisschrank hatten. Ich habe mittlerweile einige sehr vielversprechende Ansätze gesehen, dass Callcenter in Zukunft ohne Menschen auskommen werden. Das wird mit Boots funktionieren, mit entsprechender KI. Auch viele Werbetexte werden mittlerweile zumindest im angelsächsischen Raum mittlerweile durch KIs kreiert. Also die Zeit geht weiter. Wir können sie nicht aufhalten. Wir können nicht die Zeit zurückdrehen. Es ist auch nicht mehr so leicht wie früher. Ich kann mich erinnern, die Agentur von Red Bull hat, wenn sie neue Kunden haben wollte, prospektiven neuen Kunden einen Brief geschrieben, wo drauf gestanden ist, wollen Sie mit der Agentur von Red Bull zusammenarbeiten? Und die haben etliche Anfragen gehabt. Ich kann mich auch erinnern an eine lustige Aktion, die wir gesetzt haben, nachdem wir festgestellt haben, einige unserer Kunden haben sich seit ein, zwei Jahren nicht mehr bei uns gemeldet. Dann haben wir einen Brief geschrieben mit dem Betreff, wir arbeiten nicht mehr für Sie. Und das hat zur Irritation der Empfänger, was heißt, die arbeiten nicht mehr für mich, hat sich dann natürlich durch das Lesen des Briefes aufgelöst und wir haben immerhin ein Drittel dieser scheinbar verlorenen Kunden dann wieder zurückgewonnen. Aber es ist in einer derzeitigen Situation natürlich schwer, weil wenn die Kunden ein Problem haben oder ihrerseits Kunden verloren haben, dann werden sie uns nicht beauftragen. Also wir sitzen da wirklich in einem Boot und darum ist die Lösung dann letztendlich darin, hat die Lösung darin bestanden, dass wir uns wirklich intensiv damit auseinandergesetzt haben, was unsere Kunden für Probleme haben, welche Probleme sie haben und ob wir sie dabei unterstützen können. Wir haben nicht versucht, neue Dinge anzubieten, die wir nicht können. Wir werden über Nacht keine Social-Media-Experten oder andere. Also wir haben nicht versucht, jetzt irgendeine Dienstleistung aufzunehmen, wo wir keine Expertise haben, sondern wir haben als Problemlöser überlegt, wir kennen unsere Kunden ja weitgehend.
In den Bereichen, wo wir zu wenig Wissen hatten, haben wir zusätzliches Wissen erworben und haben in weiterer Folge dann wirklich analysiert, welche Probleme unsere Kunden haben. Beispiel aus meinem Bereich. Ich betreue etliche große Pharmakunden und ich hätte gedacht, dass der Pharmabereich überhaupt keine Probleme hat, aber dem ist nicht so. Hersteller von Erkältungsmedikamenten, Hustensaft, Halstabletten etc. Verkaufen nichts mehr oder verkaufen sehr wenig, weil durch das Maskentragen, Abstand halten, Hände waschen sind auch grippale Infekte extrem zurückgegangen und demzufolge auch der Verkauf dieser Produkte. Dazu kommt noch, dass die Leute auch nicht mehr flanieren in der Apotheke, sondern eigentlich mit Tunnelblick auf die Tara zuströmen, dort das Rezept oder andere Dinge auf den Tisch legen, die Produkte, die Medikamente entgegennehmen und fast panikartig die Apotheke wieder verlassen. Also es findet momentan kein Zusatzkauf statt, es finden keine zusätzlichen Schwerpunkte statt und eben am Beispiel Erkältungsmedikamente ist auch dort der Markt zusammengebrochen. Anderes Beispiel, viele Pharmavertreter, Pharmareferenten konnten auf einmal nicht mehr zum Arzt, sie konnten nicht mehr ins Spital, weil es entsprechende Besuchsbegrenzungen oder Verbote gab. Und natürlich meine Kunden aus dem Pharmabereich genau dieses Problem hatten, was macht der Außendienst, wie kommt man an den Arzt noch heran, um über neue Medikamente, neue Therapien oder Sonstiges zu sprechen. Sämtliche Werbemittel, sämtliche Broschüren, Prospekte, was immer, die normalerweise in Wartezimmern aufgelegt werden, fanden nicht mehr statt, weil es kennt ja eine Kontaktsituation eintreten. Also sämtliche Ärzte haben das Wartezimmer leergeräumt. Du findest nirgends irgendein altes, eine alte Zeitschrift, geschweige denn eine neuere Broschüre oder etliches. Auch das ist komplett zum Erliegen gekommen. Also das waren Probleme, die unsere Kunden sozusagen nach unserer Analyse hatten. Und wir haben nach Lösungen und Alternativen gesucht, wie wir den Kunden in dieser Situation helfen können. Nachdem wir uns zuerst einmal den Gedanken gemacht haben, was man da tun kann, inwieweit hier von uns als Agentur, von unserer Kenntnis heraus, auch ein bisschen aus der Sicht eines Dritten, eines Außenstehenden, haben wir unsere Kunden gebeten, ob wir ihnen diese Erkenntnisse, unsere Alternativen, unsere Lösungen präsentieren dürfen. Und ich muss sagen, mehrheitlich haben wir natürlich die Möglichkeit bekommen, das, was wir erarbeitet haben, das, was wir überlegt haben, auch präsentieren zu können. Und um diese Lösungen zu finden, um neue Ideen zu generieren, haben wir uns auch an unsere Netzwerke wieder erinnert. Wir haben unsere bestehenden Partner kontaktiert, wir haben neue Partner kontaktiert. Also wir arbeiten momentan sehr intensiv auch mit Marktforschern zusammen. Weil auch die haben teilweise einen Einbruch ihrer Geschäftstätigkeit und haben eigentlich uns sehr unterstützt dabei, wenn wir Informationen oder Daten gebraucht haben, die uns nicht zur Verfügung gestanden sind, die wir aber als notwendig erachtet haben, um mit unseren Kunden über diese konkrete Aufgabenstellung oder diese aus unserer Sicht mögliche Problemlösung zu sprechen. Wir haben neue Partner eben dazu gewonnen, wie beispielsweise Marktforscher, Meinungsforscher und so weiter. Und letztendlich haben wir dann mit dem Kunden gemeinsam dieses Geschäftsmodell, das sie haben, besser verstanden. Wir haben an den von uns präsentierten Lösungen weitergearbeitet und wir sind auf einmal eine Art Team geworden. Wir sind mit dem Kunden gemeinsam, mit unserem Ansatz, mit unserer Idee, mit unserer Problemlösung sozusagen weiter intern dann in die entsprechenden Umsetzungen gegangen. Und diese Teambildung, die da stattgefunden hat, die hat uns mit dem Kunden stärker zusammengeschweißt. Also ich habe mich früher immer beschwert über mangelnde Loyalität. Ich war immer der Meinung, die ist einseitig. Der Kunde ist schnell zur Hand, wenn er irgendwelche Ausschreibungen macht oder andere Bereiche. Von der Agentur wird erwartet, dass wir treu und ewig sozusagen und natürlich zu geringen Preisen arbeiten. Das hat sich gewandelt. Ich muss sagen, dass mit den Kunden, wo wir
hier wirklich gemeinsam an diesen Problemlösungen gearbeitet haben und teilweise auch wirklich tolle Umsetzungen dann realisieren konnten, dass hier auch die Zusammenarbeit eine ganz andere geworden ist. Früher haben mich Kunden angerufen unter dem Motto, sagen Sie, machen Sie auch dieses oder jenes? Und ja, dann schicken Sie mal mehr Angebot. Mittlerweile rufen mich Kunden an, auch am Wochenende, entschuldigen, dass ich störe, ihr habt folgendes Problem. Fällt Ihnen dazu was ein? Also es ist eine andere Art der Zusammenarbeit geworden. Es ist eine vertrauensvollere Zusammenarbeit geworden. Und es ist wirklich eine, wie ich hoffe, auch nach Covid-Zeiten anhaltender Klebstoff draus geworden, wo wir uns einfach als entsprechender Assistent, als entsprechende Hilfestellung, als Partner etablieren konnten und wo unsere Kunden auch uns ein bisschen anders wahrnehmen. Und gerade, weil ich gesagt habe, wie Niki Lauda, Zwerge müssen das tun, was Riesen nicht können. Ich habe so oft jetzt die Beschwerde bekommen von meinen Kunden, toll, dass ich sie habe mit der Agentur XY oder mit der Agentur YZ, und damit waren immer große Agenturen gemeint, also sehr große Agenturen, meistens Mediaagenturen, da geht nichts weiter, das dauert ewig und so weiter und so weiter. Jetzt möchte ich keiner großen Agentur Unrecht tun und ich habe das ja auch nur vom Hören sagen, aber natürlich können wir als EPUs, als KMUs schneller agieren. Mit dem entsprechenden Netzwerk haben wir auch die Möglichkeit, wirklich sehr kompakt und sehr schnell diese Bereiche dann auch weiterentwickeln zu können und gemeinsam mit dem Kunden entsprechende Lösungen zu finden. Mein Vorschlag oder meine Empfehlung ist, wenn ich höre immer wieder auch von Kolleginnen und Kollegen, ja, Positionierung, was weiß ich, was an mir besonders ist. Die einfachste Übung dabei ist, ein Bewerbungsschreiben zu kreieren. Also sprich, man setzt sich hin und überlegt ein Bewerbungsschreiben an einen potenziellen Kunden, indem man eben seine Fähigkeiten, seine Möglichkeiten, sein Know-how etc. hineinschreibt. Bitte nur maximal eine Seite, da muss man sich nämlich auch konzentrieren. Und dann über diesen Bereich vielleicht zu einer Überlegung kommt, was jetzt das Besondere ist. Wir machen das immer wieder. Quartalsmäßig fragen wir uns immer wieder, wer sind unsere Kunden? Warum sind unsere Kunden unsere Kunden? Warum sind andere Kunden, die wir gern hätten, nicht unsere Kunden? Mitunter, das mache ich zweimal im Jahr, momentan nicht Covid-bedingt, treffe ich mich auch mit potenziellen Kunden und frage die, warum sie nie auf uns zukommen. Und man bekommt da meistens ganz andere Antworten als die, die ich vermutet hätte. Zugegebenermaßen ist nicht einfach, weil warum sollte sich jemand mit mir treffen, wenn er mir auch nicht beauftragt? Aber ab und zu geht das und das ist immer eine enorme Erkenntnis, ein enormer Erkenntnisgewinn in dem Zusammenhang. Wie gesagt, Thorsten Habener, mit dem ich in der Vergangenheit öfter zusammengearbeitet habe, der hat mir sehr geholfen und hat mich sehr unterstützt, eben bei dieser Frage, unsere Einstellung bestimmt, was wir sehen, die Welt ist das, wofür wir sie halten. Und man kann jeder, wenn er will, gerne diese Übung machen. Er macht in seinen Seminaren die Übung so, dass er sagt, bitte schaut euch jetzt einmal um, 20 Sekunden, schaut euch den Raum genau an, in dem ihr euch befindet, tut sich alles genau einprägen. Dann sagt er, die nächsten 20 Sekunden, schaut euch jetzt den Raum an, ihr seid Fotograf, ihr fotografiert für Magazine, die Wohnungs- und Büroeinrichtungen präsentieren und so weiter, schaut euch einmal den Raum aus dem Blickwinkel dieses Fotografen an. Und als drittes sagt er so, und jetzt die weiteren 20 Sekunden bitte, ihr seid Tischler, ihr könnt mit Holz umgehen, ihr seid perfekt in Gestaltung entsprechender Möbel etc. Schaut euch einmal den Raum aus dem Blickwinkel eines Tischlers an. Und nach diesen 3x20 Sekunden Übungen fragt er die Teilnehmer, ob sie Unterschiede wahrgenommen haben bei ihrer Betrachtung. Und die Antwort ist immer ja. Und er sagt, sehen Sie, es hat sich an dem Raum überhaupt nichts geändert. Aber Sie haben, weil Sie eine andere Perspektive eingenommen haben, die Dinge anders gesehen. Und genau das ist mehr oder weniger die Information, die für uns sehr wichtig war und die uns sehr geholfen hat, nämlich, dass es eine Frage der eigenen Einstellung und der eigenen Perspektive ist, wie ich
mit diesen Dingen umgehe und mit welchem Selbstvertrauen und mit welchem Optimismus ich auch mehr oder weniger neue Wege mich traue zu beschreiten. Wobei, wie gesagt, wir sind nicht komplett neu geworden. Natürlich können wir keine Events im klassischen Sinn machen, aber wir haben einige sehr pfiffige Ideen entwickelt, wie wir dem Außendienst helfen können, trotzdem die Botschaft an den Arzt ins Spital zu transportieren. Wir haben den Außendienst geholfen, für ihre Eigenpräsentation, auch wenn sie nur vor dem Monitor sitzen und quasi nur über Zoom oder andere Bereiche kommunizieren können. Also da sind einige sehr witzige Dinge passiert. Natürlich halten wir Kontakt mit allen Kunden soweit, aber wir halten sie nicht, indem wir sagen, wir sind für sie da. Das ist für die meisten Kunden eh selbstverständlich, sondern wir melden uns, wenn wir glauben, dass wir relevante, interessante Infos für sie haben. Darum auch die Zusammenarbeit mit Marktforscher und Meinungsforscher, aber auch, indem wir ihnen ein bisschen eine Abwechslung vor dem Alltag anbieten. Also wir haben jetzt zum Beispiel unseren Lieblingskunden gekürt und haben ihm einen Oscar geschickt und haben ihn hochleben lassen und ihn bedankt, uns bei ihm bedankt, dass er unser Kunde ist und dass er in uns so viel Vertrauen setzt und dass er der Lieblingskunde des Monats ist. Wir haben die Probleme unserer Kunden zu unseren eigenen gemacht und haben aus diesem Bereich Lösungen entwickelt, die auch uns weitergebracht haben. Und diese Schwerpunkte, die wir da gemeinsam mit dem Kunden entwickeln konnten, waren tatsächlich eine Neueinstellung für uns. Das war eine doch gewaltige Erkenntnis, weil wir uns auch intensiver mit den Problemen der Kunden auseinandersetzen mussten, als wir es normalerweise machen. Und wir haben gelernt, dass es wurscht ist, was wir in der Vergangenheit schon für Lorbeeren entwickelt haben. Es sagt ja ein altes Sprichwort auch, Lorbeer ist der Kompost von morgen. Demzufolge haben wir uns da nicht darauf ausgeruht, sondern haben wirklich geschaut, wie können wir mit unserem Know-how, mit unserem Wissen unseren bestehenden Kunden entsprechende Lösungen anbieten. Wir sind auch nicht sehr in New Business hineingegangen, weil wir gesagt haben, neue Kunden werden wahrscheinlich momentan auch ein Problem haben, ähnlich wie unsere bestehenden Kunden. Und das Letzte, was sie tun werden, ist, sich zu informieren über neue Agentur. Aber wir haben den einen oder anderen mit einer Idee kontaktiert und in einem Bereich glaube ich, dass es tatsächlich auch eine neue Zusammenarbeit und einen neuen Auftrag geben wird. Also summa summarum hat es überhaupt keinen Sinn und für uns war es eine relativ lange, aber trotzdem kurz genug Episode, dass wir nachgetrauert haben, dass jetzt Wurstsemmeln nicht mehr gefragt werden und auch nicht die Frage, ob sie geworfen werden oder nicht. Natürlich fehlen uns die Umsätze früherer Aktivitäten, aber wir haben uns soweit stabilisiert. Wir haben manche Kunden werfen jetzt Torten, andere haben von uns einen Bausatz bekommen, wie sie selbst ihre Wurstsemmel zusammenstellen können. Wieder andere haben komplett andere Lösungen bekommen. Aber wir sind stabilisiert, wir sind in einer stärkeren Teambildung mit unseren Kunden. Ich würde sagen, wir sind weniger austauschbar geworden. Und daher jetzt aus unserer Erfahrung heraus gesagt, wir können wirklich mit neuen Ideen, mit unserer Einstellung, mit neuen Lösungen wahnsinnig viel bewegen. Und wir können unsere Kunden stärker an uns binden, wenn wir, da kommt jetzt noch einmal der Thorsten Habener ins Spiel, drei Dinge auf jeden Fall beherzigen, die drei A's, nämlich anfangen, ausführen, abhaken. Der Thorsten Habener hat in einem seiner Vorträge vor mehreren Jahren gesagt, wenn man etwas vorhat, egal ob man am Anfang des Jahres sagt, ich will abnehmen, ich will zum Rauchen aufhören oder was immer, oder auch jetzt, man hat dafür genau 72 Stunden Zeit. Wenn man es nicht innerhalb von 3 Tagen macht, macht man es nie. Also egal, ob das die Frage ist, den Keller aufzuräumen, sich neue Schwerpunkte für Kunden zu überlegen, bestimmte Geschäftsmodelle zu überprüfen, 72 Stunden. Das ist sozusagen die magische Zahl, in der sich entscheidet, ob man es auch wirklich tut. Und der Thorsten Habener beendet seine Seminare gerne mit einem Rätsel. Das möchte ich gerne ihm stellen und übernehmen, nämlich 5 Vögel sitzen auf einer Stromleitung. 3 Vögel entscheiden sich, wegzufliegen.
wie viele Vögel sitzen noch auf der Stromleitung? Und die Antwort ist 5. Weil sie haben sich nur entschieden, wegzufliegen. Aber sie sind noch nicht weggeflogen. Und Handeln kommt von Hand, nicht vom Mund, sonst wird es ja Mundeln heißen. Also ich kann euch nur sozusagen ermuntern, auch an meinem Beispiel, am Beispiel meiner Agentur, Lösungen für die Kunden zu überlegen, gemeinsam mit den Kunden diese Bereiche weiter zu bearbeiten und daraus dann auch neue Kraft, neue Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und dann braucht man sich, wie gesagt, von Red Bull keine Flügel ausleihen, dann ist man selber in jeder gewünschten Flughöhe unterwegs. Danke.